Willkommen zurück zu Lemmings. Das ist wieder ein Tag später, das heißt wieder kurz vor Veröffentlichung der Folge, aber jetzt ist gerade noch kurz vor 8, Viertel vor 8, 20 vor 8. Und ja. Mal ein bisschen tiefer ansetzen, ne? Da letztes Mal das Problem dann einfach gestorben ist. Den einen dürfen wir verrecken lassen, haben wir ja gesehen. So, schön spammen. Also muss natürlich das ja auch sitzen, ne? Das buddelt jetzt einfach durch. Genau, das hatten wir ja schon mal. Gut, dann hole ich euch jetzt ab. Denn wie gesagt, nicht so viele Lemmings, ne? Irgendwas wird zurück durchsetzen. Irgendwann, vielleicht werde ich nochmal irgendwann noch mal eine andere Version spielen, wenn ich da wirklich nochmal Lust haben werde. Aber wie gesagt, was die nächsten Jahre angeht, ist sowieso erstmal eine spannende Geschichte. Saved, okay. Ich habe noch eine Treppe übrig. Ja, man hätte es so knapp machen müssen, aber ich habe mich oben am letzten Mal angesetzt, ne? Das war halt, ne? Doof. Ganz einfach. So, sehr schön. Dieses Level schon wieder. 14 kommen raus, 12 müssen wir retten. Da ist einer gestorben, ne? Ich muss 12 retten. Eigentlich passen. Ich glaube, einer ist auf dem Weg gestorben, aber das ist ja erstmal okay. Ja. Gut, machen wir weiter, ne? Leather would be nice. Ja, Treppen reichen noch. Es gibt aber noch eine spätere. Ich glaube, die Treppen. Ja, müsste funktionieren. Oder von da unten hoch. Ich weiß, muss mal ausprobieren, muss mal ausprobieren. Also wirklich vernünftig zu timen, ist halt immer noch richtig schwierig. Verrecke. Ich hab die falsche Kraft ausgerüstet. Klassiker. Ja, ich stopp die halt so rein, ne? Der Typ ist verloren, ist okay. Müsste eigentlich klappen, so. Ja, ich könnte ein bisschen zu hoch werden, aber ich habe halt nichts anderes, ne? Ja, ich könnte halt irgendwie nochmal weiter runter gehen, aber dann reicht es definitiv nicht und ist Bomben. Nee, ist schon so gedacht. Ich muss es halt nur hinbekommen, richtig zu drücken, ey. In den Kommentaren aus der ersten Folge ging es wirklich, dass es mit Maus und Tastatur, dass es ohne Maus schwierig zu steuern ist. Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, es gibt bessere Ableger, da ist das möglich. Schön unten. Aber, ja, hier ist es halt wirklich schon knifflig, das haben wir jetzt auch schon mitbekommen, gesehen.
Aber ich probiere es trotzdem, ne? Ich habe mich noch so ein bisschen informiert, keine Ahnung. Ich habe irgendwie mit der, glaube ich, schon gefunden, dass Lemmings schon ein Spiel war, was Maus und Maus irgendwie eine NES-Maus unterstützt hat, anscheinend. Aber irgendwie konnte ich das jetzt nicht auf dem Emulator zum Laufen bringen. Aber man kann auch hier irgendwie einstellen, wie Maus funktioniert, so. Aber irgendwie wollte das nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, das wird nicht so hoch. Ansonsten von hier unten. Ich glaube, wenn ich direkt von hier unten baue, dann funktioniert das, glaube ich, auch. Vielleicht, wenn das gleich so hoch sein sollte, muss ich noch eine Treppe machen. Ich muss noch eine bauen. Aber für den Fall, dass es doch funktioniert, ne? Ja, es könnte ein bisschen hoch sein, aber. Gucken wir mal, ne? Das ist so hoch, ne? Das ist so hoch. Das ist so hoch. Warum rüstet sich das um? Das bringt doch nichts. Ja, von unten dann nicht machen, ne? Die sind irgendwie doch immer steiler, als man irgendwie denkt. Meine Güte. Aber jetzt kommen wir doch darauf Klarheit noch. Vor einigen Zeiten. Vom läuft das eigentlich doch recht gut gerade, ne? Auch schon letzte Folge, diese Folge. Sind auch schön eingeschlossen, so. Genau, ich brauche einfach eine Treppe, das sollte hoffentlich passen. Wenn nicht, müsste ich halt nochmal so einen Weg ein bisschen nach hinten, aber das kann ich halt überhaupt nicht machen, weil es kann nicht buddeln, so. Weil ich wieder an der Laborant-Levels ändern, wo man halt wirklich buddeln musste, so, also keine Ahnung. Kommt noch vielleicht noch. Aber ja, das ist gut. Das ist gut. Also sehr schön ist das Problem, ne? Wenn ich hier manchmal halt so die Taste spamme, ne? Die Aktionstaste, dann kann man. Aber nee, das ist eine andere Taste. Oh Gott, nein. Das ist eine andere Taste, also gut. Ich wollte gerade irgendeine Entschuldigung dafür finden, warum ich manchmal außerdem die Fähigkeit wechsle, einfach wenn ich ihn bewegen dann irgendwie. Ja, auf die X-Taste komme. Oder B, keine Ahnung. Da stirbt das niemand, ne? Nicht, dass das irgendwie noch eine versteckte Falle ist. Okay. Wieder 7:14. Oh mein Gott, schöne Musik. Richtige Lemmings-Musik, ja. Hier unten, ne? Eigentlich noch ein Lemming. Noch ein Lemming. Das passt, ne? Ja, das passt. Hoffe ich. Muss ich jetzt rückbuddeln? Das ist okay, denke ich. Na, da muss ich leider ein bisschen besser timen. Oh Gott. Aber den kann ich dann verrecken lassen, tatsächlich. Oder kurz mal. Denk mal kurz nach. Also, die buddelt sich dann einfach irgendwann durch. Hier braucht es halt einen Stopper, damit der halt zurückbuddelt. Der kann dann eigentlich auch verrecken, ne? Den braucht er ja nicht mehr. Das heißt, der kann dann verrecken. Ich muss es halt wirklich noch im Timing hinbekommen. Ich schicke einfach den letzten einfach ein bisschen später erst los. Das ist, denke ich mal, eine ganz okay Sache. Dort diese Treppe hier. Der ist schon okay. Hol ich zwei. Und da auch nochmal zwei. Ja, das ist schon okay.
Ich kann ihn ja sterben lassen, so. Zeit habe ich auch genug. Und hier direkt, ne? Komm dann, mal hier hin, so. Na, wo bist du? Oh. Würfel auch die richtige Fähigkeit verteilen. Gut. Oh ja. Oh, zwei Treppen. Muss es abbrechen. Ich brech mal ab. Ne? Der kann der Bilder irgendwie nicht aufhören, richtig. Das ist ein bisschen dämlich. Okay, dann hole ich mal kurz einen weiteren Kollegen. Ich muss also gucken, dass hier das Timing klappt, dass wir den halt rechtzeitig stoppen können. Ich kann ein paar töten, ne? Was hat jetzt auch ein Spiel gegen die Zeit, so, ne? Okay, da kommt der Typ. Okay, der krabbelt erstmal hoch. Das dauert ja auch noch so ein bisschen. Oh, da kann ich doch direkt einen neuen holen, so. Hier, oder? Okay, sehr gut. Ich muss halt hier das Buddeln treffen, so, ne? Ja, das ist okay, I guess. Kann hier nochmal eine kleine Treppe bauen. Ja, okay, warte. Ich hab das. Mal gucken. Der muss weg. Ich würde doch einfach da oben raufbauen, so, ne? Ja, wenn die das jetzt darüber schaffen, das könnten sie schaffen. Tun sie natürlich nicht. Tun sie natürlich nicht, ne? Ich muss 7 retten. Kannst du mir eigentlich wieder einfach machen, ne? Nö, ich kann es mir einfach wieder einfach machen, ne? Ich muss halt nur 7 retten, ne? Und ich hab halt 8 Krabbler. Ja gut, ne? Dann machen wir uns das wieder einfach. Das reicht mir, wenn ich das dann einmal irgendwann später richtig machen muss. Aber ich muss die Treppen noch hinbekommen. Kann ich doch einfach allen Fallschirm geben. Dann hier auf Safety Safe bauen. Ich glaube, das mache ich dann einfach mal. Dann mache ich halt einfach 3 Treppen.
Und Fallschirm. Ist halt auch erst nur tricky, ne? Die zweite von vier Schwierigkeitsgradstufen. Okay. Okay. Dann hole ich einfach noch die weitere, ne? Ich baue mich dann einfach mal ganz illegal weg. Voll fies, ich weiß, aber sind halt Lemmings. Sind Minions, quasi. Ach, herrlich, ach, herrlich. Okay, guck mal, Level 5. Ich mache aber wirklich aber nur 5 Level pro Folge. Nur, weißt du, die Folge wäre recht lang, so von daher. Und wer weiß, wie lange das jetzt noch dauert hier. Ich muss nur einen retten. Okay. Dann rette ich auch nur einen, hä? Verstehe. Ich hab keinen Krabbler. Den brauche ich noch nicht. Irgendwie. Da kommt er auch nicht rein, so. Passt das? Das passt sehr gut. Dann rede ich den nur. Gibt's irgendeine fiese Falle? Okay, das Zurückgehen ist fies. Aber ist überhaupt nicht fies. Mal hier bitte runter. Ja, ist sehr gut eingeschlossen. Du musst am Ende nur noch mal eine Treppe bauen. Mann. Warum nicht? Das ist doch einfach nur Schmutz, ganz ehrlich. Ja, ne? Und hat überhaupt die Frage offen, ob ich mehr als 5 Level mache. Nicht, weil so ein komischer Schmutz kommt. Schön Treppen verschwindet. Die ich halt eigentlich auch brauche, so, ne? Da hinten. Ja, aber hier muss ich mich dann hochbauen, so.
Ich kann auch hier sagen, okay, Bomb ist so weg. Krieg ich halt auch noch ein bisschen Weg frei. Boah, was ist das denn schon für ein Schmutzlevel zum Abschluss? Schade, wo so der letzte Bild übrig ist. Nein, hör doch auf! Jetzt hört er wieder nicht auf, los. Das ist komplett, keine Ahnung, warum er nicht raus will. Na, keine Ahnung, ne? Er will das einfach nicht. Er zieht die ganzen Dinger ab, lädt er hier unten. Er will einfach nicht bauen. Ich muss nur einen retten. Ist einfacher gesagt als getan, ne? Mal ein paar mehr zu retten. Oder stoppt. Stoppt hier, dann ne, hole ich mir ein paar Leute runter. Aber wenn mit ein paar Leuten mehr reingehen, dann kann ich halt einfach wegbomben, so. Ja, gut, warum nicht das noch ein bisschen gedacht ist. Ich will mal probieren, ob das hier funktioniert im Spiel. Also, es war ein bisschen. So eine Mechanik mal, wenn man in einen Stopper reinbaut. Dass man dann halt, zurückgebounced wird, aber irgendwie kriege ich das jetzt nicht hin. Ich glaube, es ist eine Mechanik, auf die ich mich nicht verlassen sollte. Mann! Ich will keine Treppen verschwenden. Mal runter mit dir. Guck ich mal, ob ich da irgendwie Leute noch holen kann. Ja, nicht so, ne? Ich hab ja so zwei Stellen, wo die sich halt einbauen. So, dann muss ich halt wegbomben. Dann muss ich halt hier eine Treppe ansetzen. Ich muss halt irgendwie mehrere Leute holen, so, ne? Irgendwie. Manchmal kennt er auch einfach die Starttaste nicht.
Mann! Gucken wir mal, ob ich irgendwas reißen kann. Will mal trotzdem, ob ich mich hier wieder Level schon wegbuddeln kann. Nee. Dann bomb dich mal weg. Gewiss hätte ich einen Stopper letzten sollen, aber gut. Ja, passt. Gut, ich muss noch gucken, dass ich euch hier irgendwie nochmal weiterbringen kann. Dreht er jetzt um? Okay, der dreht jetzt um. Nach einer fehlgeschlagenen Treppe, das ist super. Genau. Das war jetzt nicht so gedacht, tatsächlich. Also hier um, dankeschön. Wegen das funktioniert konsequent. Ah, das war jetzt ein bisschen ungünstig, leider. Weil ich kann runterbuddeln, wenn er in die richtige Richtung läuft. Okay, jetzt muss ich die Treppe timen. Das passt, ne? Das passt. Gut, wir haben es geschafft, Leute. Muss natürlich nur eine retten, Hilfe. Ja, es wird, irgendwie hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat auch gefallen. Ja, also schreibt gerne mal wirklich einen Kommentar, falls ihr das irgendwie auf jetzt einfach nur stumm anschaut. Einfach nur, ist halt nett, einfach mal zu wissen, so von meiner Seite aus. Versteht ihr? Generell, Kommentar tut auch nicht weh, ne? Oder wollt mich beleidigen? Dann lasst es einfach. Haben wir noch wieder eine schöne halbe Stunde gefüllt. Den könnte ich jetzt noch mehr Leute holen, ne? Einen könnte ich jetzt, glaube ich, noch holen, so, ne? Der müsste eigentlich problemlos durchkommen, ne? Komm, machen wir es mal ein bisschen spannend. Oh Mann. Sehr schön. These levels are doodle. You need it one. You're safe. Two. Was erwartet uns beim nächsten Mal? Das Level kenne ich. Bisschen Treppen bauen. Bisschen fiese Sachen. Aber eigentlich ist machbar. Treppen bauen kann es mittlerweile, ja. Zumindest. Ja, geht, ne? Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Beim nächsten Mal geht's dann weiter, ne? Bis dann und ciao.